Normalerweise ist das ein Thema für die Lufthansa-Gruppe eher, wenn man in Deutschland an Streik denkt, aber diesmal ist Ryanair von einem möglichen Streik betroffen. Des Weiteren gebe ich euch mal so einen Zeitrahmen, wie ihr zum Flughafen gehen sollt, also in welcher Zeitspanne, eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden davor. Und als drittes Thema, ja, was gucken wir denn fürs dritte Thema? Deltas neue First Class, ganz genau. Damit wir aber einfach vergleichen können, was drüben auf dem, über dem Teich los ist in Narrowbodies. Mein Name ist Lars Korsen, ich bin hier, um euch mehr Meilen, mehr Punkte und vor allem aber auch mehr Status zu bringen. In der heutigen Folge geht es wie immer um Meilen, Punkte und Status und deshalb solltet ihr auch abonnieren. Vergesst nicht den Abonnierbefehl, heißt also abonnieren, Glocke an, kommentieren, Like dalassen. Heute vielleicht eine kürzere Folge, ich weiß gar nicht, wie lange ich reden werde, aber ich bin schon fertig, weil wir haben 4.56 Uhr, damit ihr es mal seht. Ich weiß gar nicht, ob man es sieht, es wird leider nicht scharf. Aber auf jeden Fall 4.56 Uhr geht gleich los zum Stammtisch. Wer am Stammtisch teilnehmen möchte in Frankfurt, morgen 18 Uhr ist dieser im Hyatt Place. Heute, Augustiner Keller schickt eine Nachricht, wenn ihr das seht und ihr wollt noch kommen. Vielleicht sitzen wir noch da bis spät in die Nacht. Das erste Thema, Ryanair. Ein Thema, was ich ja sagte, was normalerweise bei der Lufthansa akuter ist, ist Streik. Aber bei Ryanair gibt es auch einen Streik und zwar von der Kabinencrew. Die Kabinencrew sagt ganz einfach, dass die ja keine Möglichkeit haben, Wasser zu trinken bzw. sich zu erfrischen auf den Umläufen, die halt sehr, sehr anstrengend sind, weil natürlich die Umläufe so eng getaktet sind. Ihr merkt das ja immer, wenn ihr am Boden seid, Maschine kommt rein, Leute raus, rein und wieder los, also kurze Bodenzeiten. Die werden zum Beispiel bei Lufthansa-Crew genutzt dazu, dass man dann isst oder sie essen halt in der Zeit, wo die zum Beispiel die Business Class fertig ist und man noch eine halbe, dreiviertel Stunde zur Landung hat, da wird die Zeit genutzt. Aber es ist halt einfach so, dass Ryanair ja ihre Leute nicht wirklich verpflegt. Das heißt, sie müssten sich was kaufen. Und wenn man durch die Security rennt und wenn man an Flughäfen ist, dann ist natürlich die Zeit, wo man sich so Wasser wieder auffüllen kann, schwierig. Und deshalb ist die Ryanair-Crew, ja, die sagen halt ganz einfach, sie wollen halt nicht dieses komische San Benedetto. Habe ich übrigens mal beim Hofer in Österreich gekauft. Und bei Ryanair kostet 500 ml 3 Euro. Wer Ryanair fliegt, unten kommentieren, ob das stimmt. Ich hatte San Benedetto auch in Abu Dhabi als billigere Lösung. Aber also das Wasser ist okay, aber 3 Euro ist halt nicht okay, ne? Und die ganzen Gewerkschaften in Belgien, Frankreich, Italien, Portugal, aber auch in Spanien, die sind halt einfach nicht happy, wie Ryanair da reagiert. Und da haben sie einfach gesagt, dass das eine Irregularität ist, die halt von den Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern nicht mehr hingenommen wird. Und deshalb wird man streiken, also unter anderem. Also insofern hat man aber schon Streikerfahrung bei Ryanair, die Streikerfahrung aus 2018, 2019, nachdem man sich dann geeinigt hat, dass man bei der Ryanair doch mit einer Gewerkschaft zusammenarbeitet. Ihr erinnert euch an die UFO, das hatten wir in Deutschland ja auch mit denen. Was haltet ihr davon? Ist das für euch ein weiterer Grund, warum ihr nicht mit Ryanair fliegt? Oder ist das etwas, wo ihr sagt, scheiß drauf, Hauptsache billig? Ich kann euch leider keine Erfahrung von Ryanair nennen. Ich bin noch nie Ryanair geflogen. War mal auf der Liste, aber ist irgendwie jetzt weg. Ganz einfach. Ja, kommentiert. Geht noch weiter, 3 Minuten oder so. Tack, in der Stunde geht's los. Ja, dann das nächste Thema ist, wie ist es, nachdem ich gestern ja so gesagt habe, Leute, ihr seid ja alle mit der Security nicht firm, habt ihr das alle verlernt? Und einige haben ja drunter kommentiert und dann hat jemand gefragt, mich auf WhatsApp, wie früh soll ich am Flughafen erscheinen? Das ist eine Antwort, im Prinzip so spät wie möglich, so früh wie nötig. Das wäre die weise Antwort von mir. Ich persönlich bin ja manchmal immer sehr sportlich unterwegs. Also ich habe ja letztens eigentlich in Berlin dann den Flug weggenommen, habe nach Helsinki, glaube ich, bin ich von Berlin aus geflogen. Da habe ich extra im Hotel übernachtet am Flughafen, weil ich einfach morgens nicht um 7 Uhr aus der Stadt hin wollte. Und dann bin ich eine Stunde vorher rein und fertig. Aber man sagt halt einfach, wenn man am Flughafen ist, wenn man den Leuten zuhört, man soll zum Check-in-Counter 3 Stunden vor Abflug, besonders wenn das ein internationaler Flug ist, 2 Stunden vorher soll man bei der Security sein und 1 Stunde vorher am Gate. Also das mit dem 1 Stunde vorher am Gate kann ich euch direkt sagen, das ist Quatsch. Ne?
Zwei Stunden vorher bei der Security. Kann manchmal kein Quatsch sein, weil die Securities voll sind. Also wenn ihr alleine unterwegs seid, ja, Priority und so weiter, dann kommt das mit der Stunde hin, das mache ich auch. Oder ich gehe 20 Minuten, wenn ich im FCT in Frankfurt durchgehe als Front. Das geht alles, also das ist easy. Aber wenn man halt dann noch Faktoren hat, die zusätzlich sind, mehr Handgepäck, Familie im Schlepptau, Kinder im Schlepptau, also das sind dann halt immer Sachen, die das Ganze dann natürlich addieren. Und gerade in der Ferienzeit kennen wir ja diese Schlangen. Ihr könnt ja gerne mal kommentieren unten, was ihr davon haltet und wie viel früher ihr am Flughafen seid. Ich persönlich, wenn die Lounge schön ist oder wenn ich eh an der Stadt meinen Termin fertig habe, dann gehe ich auch teilweise zum Flughafen, um dann entspannt durchzugehen. Entspannt in der Form, dass ich keinen Druck habe und meistens dann trotzdem warten muss. Also insofern, ich rate jedem, wirklich mindestens eine Stunde vorher da zu sein. Also das ist so. In Helsinki, Stunde reicht. Tallinn, Dreiviertelstunde reicht. Aber Berlin, Frankfurt und gerade in Ferienzeiten Stunde Minimum, teilweise auch zwei Stunden. Also insofern passt das an eure Lage an. Also dass ihr, wenn ihr mit mehr Leute und so weiter und unflexibel, wenn ihr dann auch noch Koffer abgeben müsst, ist es ganz wichtig, wenn ihr das schnell machen wollt, dann geht zum Kiosk. Der Kiosk ist echt schneller, als wenn ihr ansteht. Also das muss man der Ehrlichkeit halber sagen. Wenn ihr kein Gepäckstück habt, nutzt den Check-in. Ich empfehle sowieso jedem, den Vorabend-Check-in zu nutzen. Besonders, wenn man keinen Status hat. Warum? Ganz einfach, wenn man schon eingecheckt hat und einen Sitzplatz hat, dann ist man nicht derjenige, der zu spät eincheckt und dann keinen Sitzplatz oder nur noch Warteliste bekommt. Kommentiert unten. Dann als letztes Thema, und das ist das Thema, was ich finde das spannend, was andere Fluggesellschaften machen. Wenn man sich das mal anguckt, Delta hat eine neue 321er Neo First Class. Und diese Sitze sind mit so Seitenohren. Ne? Also es ist halt jetzt keine Full Flat First Class, weil es halt diese Continental First Class ist. Und die haben diese, ja, Flügel oder wie man es nennen möchte. Man hat dann einen 10 Zoll Fernseher, was... Ich weiß gar nicht, wie viel Zoll der Lufthansa First Class Fernseher hat. Und dann hat man diese Tische, die vorne sind, die sind noch etwas besser von der Handhabung her, weil sie größer sind, aber auch etwas handfester sind, nicht so fisselige Dinger. Und was auch ganz schön ist, ist, dass man eine Armlehne hat, die breit ist. Das heißt also, wenn man auf dem sitzt, dass ihr wirklich die Arme vom Nachbarn nicht spüren müsst, weil da ja auch diese Flügel noch drüber gehen. Ihr seht das ja an den Bildern. Der Nachteil, ich verstehe das aus Sicht der Fluggesellschaften, ist natürlich, dass man die Kabinen nicht so flexibel machen kann. Heißt also, wenn ihr da in den Flugzeugen halt diese Anzahl an Reihen habt, dann könnt ihr diese Anzahl auch nie reduzieren oder vergrößern. Das heißt also, wenn jemand dann kommt, dann gibt es halt ein Upgrade. Ist also nicht so, dass man den Vorhang weglässt, wenn man keine Business-Class-Flüge verkauft hat, sondern komplett voll Eco das ganze Ding macht. Hat alles Vor- und Nachteile. Aber ich finde halt, man müsste schon den Leuten mehr bieten als diese fisseligen Sitze, um ehrlich zu sein, in der Business Class. Weil was ist denn innereuropäisch oder auch zu Zielen wie Kairo mittlerweile oder nach Israel, wo die 320er fliegen, was ist denn da das Produkt und die Produktdifferenzierung zur Economy Class? Das ist das Essen, das ist die Getränkeauswahl und dass man früher und später einsteigen kann. Das sind so die Vorteile und mehr Punkte. Aber dafür halt wesentlich mehr. Aber vom Komfort, vom Sitz, null, nada, nichts. Es ist genau der gleiche Sitz. Und wenn ihr mir folgt, dann seht ihr ja auch zum Beispiel in der AirBaltic-Gruppe, wie ich immer kokettiere, dass ich bei AirBaltic in der Premium-Economy sitze. Wenn ich in der Exitro sitze, in der Economy-Class, natürlich ist es keine Premium-Economy, es ist eine Economy-Class. Aber da habe ich halt dadurch, dass ich nicht mehr Beinfreiheit habe und dann den Tisch vor mir habe, wo ich dann das Essen, was ich extra bestelle, kostet 10,99 Euro oder 11,99 Euro. Kann übrigens empfehlen, Chicken mit Nudeln, Asian Chicken. Das ist halt das Ding und da müsste halt mehr kommen, weil wenn man ehrlich ist, ist es ja wirklich so, wenn jemand auf 2F sitzt oder also am Fenster sitzt in der Business Class, der hat doch weniger Platz als jemand, der in der Extro sitzt, oder? Also auch hier ganz, ganz wichtig, kommentiert, was ihr denkt. Also dieser innovative Sitz ist vergleichbar mit dem Sitz, den Turkish Airlines bekommen hat. Turkish Airlines hat weniger diese Flügel, hat also weniger Privacy. Bei der Delta ist das wunderschön. Ich finde auch die Farbstellung schön. Also ihr könnt ja mal einfach kommentieren, was ihr davon haltet von der Business Class. Wir haben über 10 Minuten geschafft.
ich kann aufhören, dann kann ich das Ganze bearbeiten und kann in 25 Minuten zum Stammtisch. München, denkt dran, Arnulfstraße, schickt eine Nachricht, schicken wir euch die Tischnummer. Und dann morgen in Frankfurt, also am Sonntag, den 22. Mai um 18 Uhr im Hyatt Place am Flughafen Frankfurt. Kommt vorbei, denkt daran, abonniert den Kanal, macht die Glocke an, lasst uns ein Like da und vor allem kommentieren. Habe ich was vergessen? Abonnieren, Glocke, Like, kommentieren. Alles gemacht, alles getan. Also insofern, ich muss los, ihr hoffentlich auch. Also, ich freue mich, euch zu sehen. Bis dann. Ciao.